Guten Morgen, liebe Leute. Heute grüße ich mal wieder aus einer für mich eher ungewohnten Umgebung. Von der legendären Spessartrampe Laufach-Heigenbrücken bzw. der sie seit 2017 ersetzenden Umfahrung Schwarzkopftunnel. Wie die meisten von euch wissen, war ich im Frühjahr 2022 im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, um einen Film über den Eisenbahnknoten Hanau zu basteln. Ein berühmter YouTuber aus der Region, ihr ahnt vielleicht, um wen es sich handelt, bekam im Vorfeld Wind davon und schlug ein Treffen vor, das wir zu einem Ausflug an die besagte Spessartrampe nutzten. Im Laufe jenes Nachmittags schossen wir eine Reihe von Aufnahmen und entschieden, unser Foto- und Filmmaterial zusammenzuschmeißen und jeweils ein Video zu erstellen. Er in seiner, ich in meiner typischen Art. Unsere beiden auf diese Weise entstandenen Beiträge dürfen daher auch als kleines Experiment betrachtet werden. Beginne ich also ganz Gustav Richard-like mit ein wenig Geschichte. Die Spessartrampe wurde 1854 als Teil der Ludwigswestbahn Bamberg-Schweinfurt-Würzburg-Aschaffenburg von der Bayerischen Staatsbahn eröffnet. In Lohr verabschiedet sie sich vorübergehend aus dem Maintal und verläuft für rund 20 Kilometer in einer moderaten Steigung von durchschnittlich 5 Promille. Der Scheitelpunkt der schon 1873 zweigleisig ausgebauten Hauptbahn wird bei 277 Metern über Normalnull am Westportal des 930 Meter langen Schwarzkopftunnels nahe Heigenbrücken erreicht. Sodann geht es auf 5,5 Kilometern in einem Gefälle von durchschnittlich 19, maximal 22 Promille steil bergab ins 100 Meter tiefer gelegene Laufach. Was von Ost nach West problemlos handelbar war, bedeutete in Fahrtrichtung West-Ost eine Herausforderung für die Eisenbahn. Selbst nach Aufnahme des elektrischen Betriebs 1957 blieb die Spessartrampe ein Engpass, weil Güterzüge, je nach Lokomotivbaureihe und Witterung, ab einer Last von um die 1000 Tonnen weiterhin Schubunterstützung benötigten. In Laufach wurden Schiebeloks vorgehalten, die sich an den Schluss der kurz stoppenden Züge setzten und ihnen bei einem Spitzentempo von 60 Sachen den Berg hinaufhalfen. Kurz vor dem Schwarzkopftunnel im Bahnhofsteil Heigenbrücken West beendeten sie den Schubdienst und kehrten nach Laufach zurück. 1958 erhielten Heigenbrücken und Laufach Relaisstellwerke. Gleichzeitig ersetzten selbst Blocksignale die dazwischenliegenden mechanischen Blockstellen Eisenwerk und Hain. Das beschleunigte zwar den Betriebsablauf, löste aber natürlich nicht das Steigungsproblem. Aber lass ich doch mal meinen Reisebegleiter direkt vom Laufacher Stellwerk zu Wort kommen. Dann dürfte den meisten von euch klar sein, mit wem ich unterwegs war. Ja, hier in Laufach am Stellwerk gibt's schon seit vielen Jahren keine Reiseauskunft mehr, aber auch Mitarbeiter werden hier nichts mehr rein und raus gehen. Ja, aber es hat sich, seitdem ich das letzte Mal hier war, am alten ehemaligen Stellwerk nichts geändert, was total krass ist. Window Color sehe ich hier am Fenster. Ich kann mich erinnern, Window Color waren in den Ende der 1990er, in den frühen 2000ern mal ganz in Mode gewesen. Aber hier am Stellwerk in Laufach haben sie die Zeit überdauert. Planungen zur Entschärfung der Betriebssituation existierten bereits in den 60er Jahren. Der erste Bundesverkehrswegeplan von 1973 sah eine Neubaustrecke Aschaffenburg-Würzburg vor. Schon der 1994 lediglich ein winziges Stück in Form der Nantenbacher Kurve realisiert wurde. Spätere, abgespeckte Varianten beinhalteten unter anderem eine steigungsärmere, eingleisige Strecke vorrangig für Güterzüge der West-Ost-Richtung, während der übrige Verkehr im Schwarzkopftunnel verbleiben sollte. Dieser erforderte allerdings einen erhöhten Unterhaltungsaufwand, durfte mit nur 70 km/h passiert werden und brachte aufgrund seines engen Profils Einschränkungen für den kombinierten Verkehr mit sich. Nach jahrzehntelangem Hin und Her entschied sich das Bundesverkehrsministerium 2006 für einen rund 7 Kilometer langen zweigleisigen Neubau mit einer maximalen Neigung von 12,5 Promille und einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h sowie die komplette Stilllegung der alten Strecke einschließlich des Bahnhofs Heigenbrücken. Der Baubeginn der Umfahrung Schwarzkopftunnel erfolgte 2013.
Neben dem neuen Haltepunkt Heigenbrücken entstanden die vier Tunnels Hain, Metzberg, Hirschberg und Falkenberg mit einer Gesamtlänge von 4,5 Kilometern, womit auf 2/3 der Neubaustrecke ewige Dunkelheit herrscht. Weil auch Teile der oberirdisch liegenden Abschnitte in Troglage realisiert wurden oder hinter Lärmschutzwänden verschwanden, hat sie echten Rohrpostcharakter. Ihre Eröffnung 2017 ging mit einer bösen Überraschung für die hier operierenden Güterverkehrsunternehmen einher. Zwar verläuft sie deutlich flacher als die alte Rampe, jedoch verblieb in der Ostausfahrt Laufach auf 900 Metern eine Steigung von über 20 Promille, die schon bald erste Güterzüge in die Knie zwang. Weil sich mit Inbetriebnahme der Umfahrung die Schiebeloks aus Laufach verabschiedet hatten, mussten schwere Güterzüge entweder ein zusätzliches Triebfahrzeug mitbringen oder den Umweg durch Kinzig und Sinntal in Kauf nehmen. Übrigens, 1951 richtete die Bundesbahn auf der Nord-Süd-Strecke zwischen Bebra und Kornberg erstmalig Gleiswechselbetrieb, GWB, ein. Die Möglichkeit zum hauptsignalisierten Befahren des linken Streckengleises. Die betrieblich anspruchsvollere Spessart-Rampe erhielt ihre Relaisstellwerke zwar erst 7 Jahre später, kam allerdings nie in den Genuss eines GWB. Bis zuletzt wurde im Gegengleis mit Befehl, also klassisch, falsch gefahren. Immerhin konnten die zum Bahnhof Heigenbrücken zählenden Gleise im Schwarzkopftunnel signalmäßig in beiden Richtungen genutzt werden. Die Neubautrasse wurde selbstverständlich mit GWB ausgestattet. Der Ersatz des Bahnhofs Heigenbrücken durch einen Haltepunkt hat jedoch einen 12 Kilometer langen Abschnitt ohne Weichenverbindungen zwischen Laufach und Wiestal zur Folge. Mein Vater berichtet immer wieder gern, wie er die straßenseitige Spessartrampe, die B26, irgendwann gegen Ende der 50er Jahre zu mitternächtlicher Stunde per Fahrrad erklomm. Trotz ihrer somit herausragenden Bedeutung für unsere Familiengeschichte entwickelte ich relativ spät einen persönlichen Bezug zur Spessartrampe, nämlich unmittelbar vor ihrer Stilllegung. Ich hatte zwar einige Male in der Region geurlaubt und sogar Laufach und Heigenbrücken besucht, aber irgendwie sprang der Funke nicht über. Im Frühjahr 2017 weilte ich für eine Woche im Maintal und wie es der Zufall so wollte, waren dies die letzten Betriebstage der Strecke durch den Schwarzkopf. Logisch, dass ich mich nun doch noch eingehender mit ihr beschäftigte, was darin gipfelte, dass ich am 15. Juni 2017 mit dem ICE 621, dem allerletzten Reisezug, über die Spessartrampe fuhr. Die Links zu den Filmen meiner kleinen Laufach-Heigenbrücken-Trilogie findet ihr in der Videobeschreibung. Nach jener Abschiedsfahrt kam ich 5 Jahre nicht mehr in die Gegend. Und hätte sich der Gewinner meines Ratespiels zu Anfang dieses Jahres nicht Hanau als Filmthema gewünscht, sondern den Güterbahnhof Bonn-Beuel oder die Nebenbahn Zwiesel-Bodenmais, würde die Neubaustrecke im Spessart nach wie vor auf meinen Erstbesuch warten. Der vielen von euch bekannte Lokalmatador Alex E. wurde auf meine Anwesenheit aufmerksam und lud mich in sein Jagdrevier ein. Wir trafen uns am Aschaffenburger Hauptbahnhof und preschten per Automobil nach Laufach, wo die Sonne und ein lebendiger Güterverkehr für gute Laune sorgten. Anschließend ging es auf die Strecke in Richtung Heigenbrücken, die ich bis dahin nur vom Blick aus dem Zugfenster kannte. Erwandert hatte ich die Spessartrampe nie. Es hatte bloß einmal dazu gereicht, von Heigenbrücken auf den Schwarzkopf zu kraxeln. Nach einem Stopp am Beginn des Neubauabschnitts sausten wir weiter zum Tunnel Hain. Hier der Blick mit einem talwärts rollenden Güterzug und der alten Trasse am rechten Bildrand. Danach widmeten wir uns einer, ich sage mal, Gedenkstätte, die an die Spessartrampe erinnert. Lobend sei erwähnt, dass die Gemeinde Laufach einiges unternimmt, um ihre Eisenbahngeschichte lebendig zu halten. Also es ist hier am Sportplatz in Hain, eine Einrichtung von der Gemeinde Laufach im Rahmen des Spessartrampenprojekts. Wenn ihr da mehr wissen wollt, googelt mal da drauf. Die Gemeinde Laufach hat da nämlich was online gestellt. Stichwort Spessartrampenprojekt. Dazu gehört, dass in diesem ehemaligen Silberling, jetzt Graffiti-Rotling, Filmvorführungen gemacht werden sollen. Da ist ein Campingplatz, ein Wasserspielplatz, soweit ich weiß, und ganz viele interessante Dinge mit dabei. Und eben auch hier dieses Stückchen Spessartrampe auf der alten Trasse, wo dieser Rotling steht, mit so einem Stückchen Fake-Oberleitung.
als Erinnerung an das Alte. Eine Berg- und Talfahrt führte uns schließlich zum Westportal des verfüllten Schwarzkopftunnels. Auch hier ist die Bedeutung des Bauwerks für die Nachwelt dokumentiert. Der Nachmittag endete am Falkenbergtunnel. Danach brachte mich Alex zurück nach Ascheberg, wo mich der ganz normale Eisenbahnwahnsinn in Form einer Streckensperrung Richtung Hanau sofort wieder voll im Griff hatte. Tja, das war unsere Stippvisite an der Spessartrampe. Damit verabschiede ich mich für heute. Das Schlusswort überlasse ich Alex, nachdem ich ihm meinen herzlichen Dank für die fachkundige Begleitung ausgesprochen habe. So, wir müssen uns leider abmelden hier von der Tunnelbahn, denn es ist jetzt soweit, dass Gustav zu seinem Zug muss und ich zu meiner Nachtschicht. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben jetzt mal vorhin auf der Bank dort oben vom Schwarzkopftunnel ein bisschen durchgequatscht, wie wir es machen. Ihr werdet das Ergebnis dann sehen. Ja, ich bzw. wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen vom Alex und vom... Ja, von mir auch. Tschüss. Wir sehen uns demnächst auf unseren jeweiligen Wellen. Genau. Also, macht's gut. Danke und Ende. Servus.